Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was denken Sie? Früher wie heute nennen Sie sich Anarchisten. Warum bleiben uns Ihre Gesichter fremd, obwohl Sie alle von sich reden machten? Warum erscheinen uns Ihre Gedanken konfus und Ihre Geschichte beunruhigend? Aus dem Kapitalismus geboren, dem feindlichen Bruder des Staatskommunismus, hat der Anarchismus immer wieder seinen Hauch von Revolte in die Welt getragen. Von der Pariser Kommune bis zu den ersten großen Gewerkschaftsorganisationen, von der Bildung sogenannter freier Milieus bis hin zu libertären Kolonnen war die Anarchistenbewegung treibende Kraft der ersten Revolutionen auf allen 5 Kontinenten und ein wichtiger Motor des sozialen Fortschritts. Woher kommt der üble Ruch, der jedem dieser Umzüge anhaftet? Etwa weil das Beispiel von Ravachol oder Bonneau Schule machte, die als erste mit Schusswaffen und Bomben hantierten? Oder handelt es sich um ein tristes Missverständnis, eine düstere Mär oder schlicht ein Hirngespinst von Medien und Polizei, um diese Utopisten zu Aposteln der Zerstörung zu stempeln? Es ist eine Tatsache, dass die Herrschenden sie immer und überall unterdrückt haben. Sie wurden in Ketten zur Guillotine geführt oder kamen auf den elektrischen Stuhl. Schon, dass ihr Tun als nebensächlich behandelt, ihre sozialen Errungenschaften aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht wurden, war Strafe genug. Wo entsprang diese Bewegung, die seit 150 Jahren jeden Herrn und jeden Gott ablehnt? Warum ist der Anarchismus, der eine bessere Welt wollte als die, die sie früher war, noch immer aktuell? Warum ist seine Geschichte mehr denn je die unsere? Im Schatten der Schlote der ersten industriellen Strafkolonien, im noch beliebten Herzen moderner Städte, am Fuße der alten Paläste, die zu neuen Finanzplätzen wurden, hat alles begonnen. Wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert, als sich überall ein neues Wirtschaftssystem etabliert. Der Kapitalismus macht seine ersten Schritte. Er lehrt eine neue Denkweise, schafft große Industrieanlagen und krempelt Landschaften um. Doch die Illusionen der ersten industriellen Revolution weichen bald einer viel brutaleren, düsteren Realität. Das große Problem im 19. Jahrhundert war die soziale Frage. Die Gesellschaft entwickelt sich. Die Eisenbahn wird erfunden, die Lokomotive, die Dampfmaschine, das Dampfschiff und der maschinelle Webstuhl. Auch Hygiene und Medizin machen beachtliche Fortschritte, während das Elend nicht größer sein könnte bei denen, die in den Manufakturen arbeiten, den späteren Fabriken. Ob Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Etienne Cabé oder Robert Owen, sie alle fragen sich, wie sich die Gegensätze auflösen lassen. Wir werden die Entstehung des Anarchismus nicht verstehen, wenn wir nicht das Leid und Elend bedenken, dem damals all jene ausgesetzt sind, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft. 12 Stunden hat der Arbeitstag und der Lohn reicht nicht einmal zum Überleben. Es gibt keinen freien Tag, keine Absicherung, keine Altersversorgung. Die Kinder arbeiten, sobald sie laufen können. Und jedes zweite stirbt, bevor es 6 ist. Unterernährung, Epidemien und Alkohol sind verheerend. Analphabetismus ist die Norm. Unfälle sind Alltag. 1840 wird ein Arbeiter kaum älter als 30 Jahre. Die Arbeiter waren noch nie so arm und haben noch nie so viel gearbeitet. Sie haben noch nie so wenig von den Früchten abbekommen, die die Eigentümer der Produktionsmittel ernten. Welches Gesellschaftssystem löst dieses Problem? Es geht nicht nur um Arbeitsplätze, sondern die Arbeiter müssen auch ausreichend ernährt werden. Sie müssen lesen, sich bilden und an der demokratischen Gesellschaft teilhaben können. Während die Bourgeoisie vom Fortschritt profitiert, im Überfluss lebt und im Liberalismus ihre Ideologie gefunden hat, sieht das Proletariat in einem noch vagen Sozialismus eine mögliche Problemlösung. Doch um wirklich der Ungerechtigkeit abhelfen zu können, muss der Sozialismus einen weiteren, fast philosophischen Widerspruch lösen.
Das größte Problem in der politischen Philosophie besteht seit dem klassischen Liberalismus in der Vereinbarkeit von Freiheit und Gleichheit. Wie kann es die größtmögliche Freiheit für alle gleichermaßen geben? Ohne Gleichheit ist die Freiheit unvollkommen. Diese beiden Ideale gilt es in Einklang zu bringen. Ein amerikanischer Anarchist sagte, Freiheit ohne Gleichheit ist ein Dschungel. Gleichheit ohne Freiheit, ein Gefängnis. Beides in Einklang zu bringen, ist nicht leicht. Aber die größtmögliche Freiheit mit der größtmöglichen Gleichheit zu verbinden, dieses Streben nach beidem zugleich, ist wohl einer der Grundwerte des Anarchismus. Noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der Begriff Anarchismus, hergeleitet aus dem griechischen Wort für Herrschaftslosigkeit, negativ besetzt. Er stand für Unordnung und Chaos. Männer wie de Sade, Babeuf oder William Godwin wurden als Anarchisten bezeichnet, während es für Pierre-Joseph Proudhon die Definition einer revolutionären politischen Position war. Er deutete den Anarchismus positiv. Proudhon, il est né à Besançon. Proudhon wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Besançon geboren. Und im Gegensatz zu den meisten anderen sozialistischen Theoretikern und Anarchisten kam er aus einfachen Verhältnissen. Proudhons Stärke und Besonderheit liegt darin, dass er wusste, wovon er sprach, wenn er die sozialen Härten und die soziale Ungerechtigkeit anprangerte. Pierre-Joseph Proudhon war auch ein Arbeiter. Er war Schriftsetzer. Er konnte nicht nur lesen und schreiben, nicht nur mit einer Feder Texte erstellen und redigieren, sondern seine Ansichten in Büchern niederschreiben. Aus Begeisterung für seinen Beruf als Schriftsetzer verfasste er eine ganze Reihe von Texten, die im damaligen Frankreich kursierten. 1840 verfasst Proudhon die Abhandlung, die ihn berühmt machen wird. Was ist Eigentum? Seine Antwort, Eigentum ist Diebstahl, sorgt für einen Skandal. Aber sein Glaubensbekenntnis einige Seiten weiter ist so etwas wie die Geburtsstunde anarchistischen Denkens. Ein Paradoxon, das fast alles beinhaltet. Sind Sie Demokrat? Nein. Was dann? Monarchist? Gott bewahre. Dann sind Sie Aristokrat. Keinesfalls. Wollen Sie eine gemischte Regierung? Das noch weniger. Was sind Sie dann? Ich bin Anarchist. Obwohl ein großer Freund von Ordnung, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes Anarchist. Er nannte sich Anarchist und erklärte, Eigentum sei Diebstahl. Was bedeutet das? Proudhon betrachtete Eigentum als das Fundament einer bestimmten sozialen Ordnung und sagte als Anarchist, ich bin gegen die soziale Ordnung und damit gegen Eigentum. Proudhon ging sogar noch weiter, weil für ihn eine Art, wie soll ich sagen, eine Verbindung zwischen der politischen Herrschaft des Staates, der wirtschaftlichen des Kapitals und der religiösen Bevormundung durch den Gottesgedanken bestand. Proudhon ist insofern der Vater der Anarchie, weil er als einziger diese drei Herrschaftsformen verband und deren Zerschlagung forderte, zugunsten einer wirklichen Veränderung der sozialen Verhältnisse. Zwar predigt Proudhon die Zerschlagung der Mächte, um die sozialen Verhältnisse zu ändern, aber er ist kein Freund revolutionärer Gewalt. Vielmehr stellt er sich ein mutualistisches System vor, mit einer Bank des Volkes als erstem Schritt. Seine Ansichten werden von allen Seiten angegriffen. Er wird kritisiert, karikiert und verboten. Und doch begeistern seine Werke und sein Anarchismus Sozialisten in aller Welt. Wie den jungen Doktor der Philosophie, Karl Marx, der in ihm den neuen Helden der europäischen Arbeiterbewegung sieht. Oder auch am Rande Europas, im fernen Russland, Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi, der für sein neues Buch den Titel eines Essays von Proudhon übernimmt, Krieg und Frieden. Doch erst mit Michail Bakunin, der nach der Militärakademie kein Gefängnis in Europa ausgelassen hat und mehrmals zum Tode verurteilt wurde, bekommt der Anarchismus revolutionäre Züge.
Proudhon hat zwar als erster den Begriff Anarchist verwendet, aber Bakunin war in der Ausformulierung der Ideen vielleicht noch bedeutender, weil er Proudhons Vorstellungen um das Prinzip der Revolution ergänzt hat. Anders als Proudhon befürwortete Bakunin den Aufstand. Für ihn war eine bewaffnete Revolution der einzige Weg, den kapitalistischen Staat abzuschaffen. Bakunin beginnt, anarchistisches Gedankengut in der neuen Internationalen Arbeiterassoziation zu verbreiten. Besser bekannt als Erste Internationale. Diese 1864 in London gegründete Vereinigung glaubt, die Arbeiter könnten sich nur selbst emanzipieren. Ihr gehören gleich zu Anfang mehr als 2000 Arbeiter aus den unterschiedlichsten Berufen in aller Welt an. Die russischen Revolutionäre sehen in ihr die ideale Plattform für eine weltweite Propagierung des anarchistischen Projekts. Auf jedem Kongress wurde über die Produktionsmittel diskutiert. Sollen sie kollektiviert werden? Oder hat jeder das Recht auf eigene Produktionsmittel? Sind sie Gemeingut? Was ist von Kooperativen oder Kollektiven zu halten? Was geschieht mit dem Erbe? Was mit dem Geld? Welche Rolle haben die Frauen? Fragen, die bis dahin niemals angesprochen wurden. Nach Proudhons Tod eskaliert jedoch der Streit zwischen Bakunin, der sich als Erbe des Vaters des Anarchismus sieht, und Karl Marx, der seit langem mit dem Autor des Elends der Philosophie gebrochen hat. Ihr ebenso persönlicher wie politischer Zwist spaltet die sozialistische Bewegung.